Herzlich willkommen zu meinem 500 Abonnenten Special. Ja, wir haben die 500er Marke geknackt und daher vielen, vielen Dank. Wir haben inzwischen nach über 6 Jahren YouTube eine schöne kleine Community aufgebaut. Ich bin auf jeden einzelnen Zuschauer sehr, sehr stolz. Und ja, damals, als ich 100 Abonnenten erreicht habe, habe ich damals ein Slender-Video gemacht. Ich gehe jetzt in Richtung Mitte. So. Mit das erste Mal mit Facecam. Und ich dachte mir, ja, das kam damals sehr gut bei euch an. Ihr liebt es, wenn ich mich erschrecke. Und ich hasse eigentlich Horrorspiele. Daher habe ich mir gedacht, okay, für 500 Abonnenten wäre es das Klügste, wenn ich nochmal Slender zocke. Später hatte ich dann nochmal ein 250 Abonnenten Special gemacht. Das war A World Hardest Game. Das war eher weniger mit Erschrecken, das war eher mit Ausrasten. War ein sehr, sehr schweres Spiel. Und ja, Slender habe ich zuletzt 2019 zu Halloween mal im Livestream gezockt. Sonst gar nicht. Und davor das letzte Mal halt zum Abonnenten-Special von damals. Ja, und 500 Abonnenten haben wir erreicht. Daher will ich einfach hier mit diesem Video euch Danke sagen. Vielen, vielen Dank für diese Unterstützung. Für eure Kommentare, dass ihr die Videos schaut, dass ihr Likes gebt, dass ihr mich abonniert und, dass ihr immer in den Streams mit dabei seid. Also es macht richtig, richtig viel Spaß und bitte weiter so. Und wenn du gerade hier vom Bildschirm neu auf meinem Kanal bist, dann kannst du gerne mal den Abonnieren-Button drücken und ja, dranbleiben an meinem Kanal, denn es kommen nächstes Jahr sollen noch so viele schöne, geile Projekte kommen. Ich freue mich drauf. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf Slender. Ich bin sehr, sehr schreckhaft, wie gesagt. Ich hasse Horrorspiele. Daher, ich bin gespannt, was daraus wird. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Starten wir mal das Spiel. Das Ziel des Spiels ist es, 8 Seiten zu finden in einem dunklen Wald in der Nacht. Wir haben nur eine Taschenlampe, die aber nach und nach dunkler wird. Also wir müssen auch ein bisschen mit dem Strom so ein bisschen sparen. Ja, anders als damals im 100 Abonnenten Special ist es bei mir jetzt hell hier drumherum, damit auch die Facecam ordentlich Licht abbekommt. Bedeutet, ja, ich kann jetzt nicht diese Atmosphäre hier ganz genau erschaffen, dass hier alles dunkel ist, aber ihr könnt euer Zimmer dunkel machen, Licht aus und das Video im Vollbild schauen und am besten in der besten Qualität, so wie ihr das könnt. Dann habt ihr auch das beste Feeling hier. Und es laggt, ich muss hier nochmal kurz was umstellen. So, Lecks sind behoben. Ich muss da einiges bisschen umstellen, weil irgendwie vertragen sich das Spiel in meinem PC irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, jetzt sind die Lecks behoben und wir können loslegen. 8 Seiten müssen wir sammeln. So, mit der rechten Maustaste bzw. auch mit F kann ich Licht an- und ausmachen. Allerdings möchte ich erstmal das Licht auslassen. Ich sehe so gut wie rein gar nichts. Ich sehe so ein bisschen die Schatten der Bäume. In der Aufnahme wird man wahrscheinlich auch genauso viel mindestens sehen. Höchstens, meinte ich. Naja, gucken wir mal erstmal, dass wir eine Seite finden. Der Slenderman ist aktuell noch nicht aktiv. Erst wenn wir eine Seite gefunden haben, bedeutet, jetzt spare ich wirklich noch mit dem Licht. Und mal gucken, was draus wird. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß es nicht. Die Spots habe ich so ein bisschen noch im Kopf. Es gibt ein Haus, es gibt irgendwie einen Tunnel, wo eine Seite ist. Es gibt irgendwie einfach so ein paar Wände, die irgendwo stehen. Naja, gucken wir mal, was ich als erstes finde. Da hinten ist etwas. Da haben wir auf jeden Fall was bestimmt. Ach, und wir können auch erschöpft sein. Stimmt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich bin nämlich die ganze Zeit gelaufen. Man kann nämlich auch laufen. Okay, solche Tanks stehen hier einfach herum. Ah, nee. Ich weiß nicht, was daraus hier wird. Also, ob ich mich erschrecken werde und wie. Da haben wir eine Seite. Es geht los, Leute. Es geht los. Ich habe keine Ahnung. Pages 1 von 8. Und jetzt heißt es aufpassen. Der Slenderman verfolgt uns jetzt. Und wir dürfen ihn nicht, glaube ich, in die Augen schauen. Ich weiß jetzt nicht. Ich will auf jeden Fall hier weg. Ich weiß nicht, wie viele Seiten ich insgesamt sammeln werde. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Seiten ich damals in meinem anderen Abonnenten-Special gesammelt habe. Aber die Musik allein schon sagt schon aus, der ist unterwegs. Ich traue mich eigentlich nicht zurückzuschauen, aber ich habe es trotzdem mal getan. Und ich weiß auch nicht, wie lange der Akku hält von der Taschenlampe. Da haben wir auf jeden Fall was. Was ist denn das hier?
Ich weiß nicht, was das ist. Weiter, weiter, weiter. Ich laufe immer nur ein Stückchen. Ist das dieser Tunnel? Übrigens, wenn der Slenderman nah genug dran ist, dann flimmert. Das. Ding. Ach doch nicht. Da mal eine Seite, da mal eine Seite. Komm, komm. Mit jeder Seite wird es immer schlimmer. Übrigens mit Slenderman. Oh, ich werde mich so erschrecken. Ey, nee. Ich will noch weiterleben. Oh, ich bin wirklich sehr schreckhaft. Ich hasse Horrorspiele über alles. Und ich bin immer wirklich jemand, der sich sowas von schnell erschreckt. Ich hasse es, wenn ich auch weiß, dass ich erschreckt werde. Das ist so ein. Oh mein Gott. Kommt immer näher. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Zaun. Ach ja, es gibt ja eine Begrenzung vom Zaun. Ist wie ein Quadrat hier aufgebaut. Und der will uns natürlich in die Enge treiben, dieser Slenderman. Naja, das lassen wir nicht zu. Das lassen wir nicht zu. Oh, das Bild fängt an zu rauschen. Das gefällt mir nicht. Das Bild rauscht. Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß nicht. Ich laufe in die andere Richtung. Ich laufe einfach nur irgendwo hin, um auf Glück vielleicht auf eine Seite zu treffen. Ich habe keine Ahnung. Also, wir hatten jetzt die Höhle. Und wir hatten die Tanks. Wie gesagt, es gibt irgendwo noch ein Haus. Ich weiß nicht, wo dieses Haus ist. Hier sind abgesägte Stämme, aber ich glaube, hier gibt es nichts, wenn ich mich richtig erinnere. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, nee. Ich hoffe, ihr fiebert vor dem Bildschirm genauso mit. Vielleicht erschreckt ihr euch selber auch. Dann nehmt ihr etwas Schönes. Oh nee, ey. Oh nee, wir sind wieder erschöpft. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Die Musik wird immer laut. Hier ist ein freies Feld. Was ist denn hier? Oh, nicht schon wieder die Tanks. Nee. Ich laufe jetzt mal in die Richtung. Ich glaube, ich bin vorhin Richtung nach rechts gelaufen. Nee, wir müssen mal ein bisschen ausruhen. Aber wir haben immer noch die Tanks hier. Das gefällt mir nicht. Natürlich könnte er uns auch hier so ein bisschen in die Falle locken. Das kann natürlich sein. Es gibt auch so einen größeren Baum, wo, glaube ich, eine Seite ist. Ich habe noch nie alle Seiten gefunden. Vielleicht war mein Rekord so bei 5 oder 6. Das kann sein. Obwohl, selbst das wäre utopisch. Ich weiß es nicht. Kommt doch mal, wie lange wir brauchen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen oder wann wir gefunden werden. Und plötzlich werden wir gefunden, ey. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn es ein bisschen schneller geht, dann machen wir ein paar mehr Versuche. Und wir machen auf jeden Fall noch einen weiteren Versuch, das ist jetzt klar. Oh mein Gott. Aber gut, da habe ich mich jetzt nicht ganz so doll erschreckt, wie vorhin beim ersten Mal. Okay, dann laufen wir mal. Laufen wir wieder los. Taschenlampe aus. Man kann übrigens auch reinzoomen, stimmt. Und da hinten ist tatsächlich was. Reinzoomen ist auch sehr, sehr wichtig, um Dinge zu sehen. Was ist denn das hier? Das hatte ich eben noch gar nicht gefunden. Ich habe keine... Da ist eine Seite... Oder war das... War das... Nee, das war nicht meine erste Seite. Jetzt haben wir hier zumindest schon mal eine Seite. Okay. Dann hier links müssten die Tanks sein. Und dann weiter rechts die Höhle. Wenn ich das jetzt so richtig auf dem Schirm habe. Haha, da sind die Tanks. Habe ich's doch gewusst. Habe ich's doch gewusst. Die Tanks scheinen so ein bisschen mittig vom Spielfeld vielleicht zu sein. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Und da ist die zweite Seite für uns. Aber ab jetzt wird es dann auch wieder spannend. So, her damit. So, und dann bin ich in die Richtung gelaufen. Weil da war dann irgendwann die Höhle. Also der Tunnel. Nicht Höhle, Höhle. Nicht Höhle. Tunnel. Aber wie schnell er uns davor die Runde gefunden hat. Das war schon wow. Das war schon wow. Hätte ich nicht gedacht, dass er uns da so schnell findet. Normalerweise kann man noch, wenn es rauscht, abhauen. Aber irgendwie konnte ich in dem Moment dann nicht mehr abhauen. Vielleicht gehe ich auch komplett falsch vor, dass ich die Taschenlampe andauernd ausmache. Bis jetzt habe ich noch nichts gemerkt, dass die Taschenlampe halt schwächer wird. Aber sie wird schwächer, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Aber ich mache sie immer mal wieder an. Laufe ein Stück. Also ich, während ich gehe, mache ich die Taschenlampe an. Dann mache ich sie aus, laufe ein Stück. Gehe wieder und dann mache ich wieder die Taschenlampe an. So ist. Oh, nee, nee. Ich habe die Höhle verpasst. Das. Ein riesiger Baum. Da ist ein riesiger Baum. Da könnte... mehrere riesige Bäume natürlich. Nee, das sind nur normale Bäume. Oh!
Da hinter hier, hinter mir ist er. Er ist mir hinter mir. Er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Oh nein. Oh, die Wände, die Wände. An die kann ich mich erinnern. Da gab es auf jeden Fall eine Seite. Nur wo? Nur wo? Wenn ich die jetzt nicht direkt kriege, dann kann ich mich wahrscheinlich nicht umdrehen und die holen. Ich werde schon langsam. Ich merke, wie ich langsam werde. Seite, Seite, wo seid ihr? Das ist schlecht, das ist schlecht. Hä, wo ist die Seite? Hier ist doch eine Seite. Das weiß ich doch. Keine Seite da. Ich muss weiter. Da ist keine Seite. Denke ich mal. Obwohl ich eigentlich dachte, da ist eine Seite. Weil ich mich auch an diesen Ort noch erinnern konnte. Entweder ich habe die jetzt nicht gesehen, oder da ist wirklich keine Seite. Nur ich kann jetzt nicht zurücklaufen, weil sonst laufe ich den Slenderman direkt in die Arme. Wusstest du, dass dieses Spiel übrigens noch in der Beta ist? Ja. Ja. Tatsächlich noch in der Beta. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich auf der auf Wikipedia gesehen. Es bleibt spannend. Und ich sehe keinen dritten Ort bisher. Ey, werden wir dieses Mal wieder nur zwei Seiten finden? Bitte nicht. Nö, ich möchte ein paar mehr Seiten finden. Ein paar mehr Seiten. Da. Ach, nicht schon wieder die Tanks. Och, Mann, oh. Ich habe schon länger nichts mehr von ihm gehört, von dem Slenderman. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich auf den Zaun zulaufe gleich. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Weiter geht es, weiter geht es, weiter geht es. Da ist der Zaun, glaube ich, da hinten. Ich muss hier durch. Okay, ich passe durch. Ich hatte kurz Angst, dass ich da stecken bleibe. Weil wenn ich stecken bleibe und dann zurück muss, dann war es das mit mir. Kann es sein, dass meine Taschenlampe auch schon schwächer geworden ist? Ich glaube fast ja. Da ist der Zaun da links. Aber hier scheint irgendwie ein freies Feld zu sein. Ich weiß nicht, ob freie Felder gut sind. Ich meine jetzt mal nein. Oh, ich will nicht. Bis jetzt habe ich ihn auch wieder nicht gesehen, aber da ist der Zaun. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Da muss ich lang. Ich versuche jetzt mich so ein bisschen am Zaun zu orientieren. Da hinten ist ein vertrockener Baum. Sieht man so ein bisschen am Himmel. Da ist, glaube ich, eine Seite. Da muss ich hin. Da. Komm. Machen wir ein bisschen näher. Dieser vertrocknete Baum. Oh, wir sind so langsam schon inzwischen. Gut, ich könnte mal ein bisschen mehr laufen. Obwohl, wenn ich mehr laufe, dann bin ich erschöpft und kann ich bald nicht mehr flüchten. Oh, ich will mich nicht umdrehen. Ah, da ist er. Ich bin weg. Ich bin weg. Oh nein. Der liebe Johannes, mein Mod und Admin auf dem Discord, hat mir auch vorgeschlagen, mal Phasmophobia zu zocken. Hättet ihr Interesse an so einem Part oder Stream oder irgendwie so? Ist auch irgendwie so ein komisches Horrorspiel. Und er meinte, ich habe ihm mal gesagt, dass ich das mal zocken werde. Ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube ihm. Daher, hättet ihr Interesse? Da ist das. Nein, es. Ich möchte da. Da ist meine dritte Seite wahrscheinlich. Hier muss doch eine Seite sein. Da ist sie. Page 3. You are not alone, stand da, glaube ich, drauf. Nee, ich bin nicht alleine. Das ist richtig, das merke ich hier schon. Ich wäre lieber alleine jetzt hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber drei Seiten ist doch schon mal ganz gut. Mein Ziel sind vier Seiten, die Hälfte. Das wäre schon ganz nice. Vier Seiten wären nice. Aber manchmal kommt der Slenderman dann doch schneller, als man denkt. Und ich weiß auch gar nicht, wie man ihn aufhalten kann. So. Irgendwann holt er einen halt ein. Oder man macht einen blöden Move. Dreht sich so ein bisschen zu weit um, so einen Millimeter zu weit, und dann hat er einen auch schon. So ist das hier nämlich. So, jetzt möchte ich nochmal was finden. Wenn man dieses Spiel wirklich mit allen acht Seiten so durchzocken will, dann muss man aber auch wissen, wo welche Locations sind. Die sind ja immer gleich mit jedem Spielstart, sag ich mal. Die sind ja immer gleich. Bedeutet, wenn man, es gibt bestimmt auch im Internet irgendwie eine Karte, wo was ist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es sowas nicht gibt. Aber für mich ist es hier trotzdem jetzt blind. Obwohl ich das schon mal gezockt habe, aber ich weiß trotzdem nicht, wo die Locations sind. Merkt ihr vielleicht auch, weil ich hier
planlos durch die Gegend laufe. Komm, komm. Ja, ich will nachher noch einkaufen. Nicht, dass ich nachher irgendwie um ein Regal so rumlaufe und dann plötzlich da jemand steht und ich denke, das ist der Slenderman und erschreckt mich voll. Das wäre nicht so gut. Schon wieder diese abgedingsten Baumstämme. Vielleicht ist da irgendwie eine Seite dran. Da! Das haben wir vorhin schon gesehen und da ist wirklich eine Seite dran. Page Nummer 4. Page Nummer 4. So. Jetzt haben wir die Hälfte. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Yay! I love it. Aber da bin ich vorhin dran vorbeigelaufen. Oh nee. Da war wirklich eine Seite. Vielleicht finde ich nochmal diese Mauern von vorhin. Vielleicht. Zaun. Shit. 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 Wenn da jetzt noch ein Zaun ist und da die Ecke ist, dann habe ich ein großes Problem. Ich sehe keine Ecke. Das ist gut. Das ist gut. Ich laufe auch meistens wirklich hier im Uhrzeigersinn und nicht gegen den Uhrzeigersinn. Ich habe keine Ahnung, ob das klug ist. Ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Aber noch hält meine Taschenlampe ganz gut. Da bin ich froh. Gut, ich habe sie auch gefühlt irgendwie 50% immer aus. Oder 60%, 70% der Zeit. Nee, 40%. Da nochmal. Ich meine, da war eine Seite. Wenn ich mich an damals richtig erinnere. Nochmal ganz genau anleuchten. Aber ich sehe keine Seite. Das ist das Problem. Er ist hier. Ich muss hier weg. Ich weiß nicht, wo ich nicht laufe. Ich kann mir diesen Ort nicht Zaun. Doof. Ich laufe jetzt nochmal zurück. Ich kann halt jetzt nicht in die andere Richtung. Ich muss jetzt nochmal zurücklaufen. Da war der Slenderman leider. Das ist leider ein Problem. Ich hätte gerne nochmal die Mauer genauer angeguckt. Ob da nicht wirklich doch eine Seite ist. Weil dann hätte ich 5 Stück. 5 ist schon mega. Mehr als ich erwartet hätte. Aber mit 4 bin ich eigentlich auch zufrieden. Die erste Runde mit 2 Seiten war eher nix. Da bin ich auch irgendwie den Slenderman komplett in die Arme gelaufen. Also das ist ja. Es gibt bisher noch keine so richtigen Schreckmomente tatsächlich. Die bleiben bisher aus. Aber wir sind bei der. Wir haben die 4. Seite schon. Also, jeden Moment kann er. Und dann zack. Ich kenne dich, mein Freund. Ich kenne dich. Ruhig mal auch ein bisschen nach links und rechts gucken. Ob da nicht irgendwie ein Gebäude oder so ist. Also, es gibt ja noch ein Haus. An das Haus kann ich mich hundertprozentig noch erinnern. Aber das Haus haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Und diese kleine Hütte von vorhin, die meine ich nicht. Hier steht ein einzelner Baum. Warum steht hier ein einzelner Baum? Hat das was zu bedeuten? Ich sehe keine Seite. Ich will jetzt mich auch nicht umdrehen. Ich will mich nicht umdrehen. Wenn ich mich jetzt umdrehen würde, dann. Da ist das Haus. Ich weiß. Ich meine, da war damals auch eine Seite drin. Entweder ist das mein Tod, dass ich jetzt hier reinlaufe. Oder nicht. Meine Taschenlampe ist nicht mehr so gut. Würde ich mich jetzt so umdrehen, dann würden wir den Slenderman sehen. Nee, doch nicht. Ich wollte es mal ausprobieren. Warte, vielleicht ist er im Haus und wartet auf uns, dass wir nochmal reingehen. Dann ist es so. Sackgasse. Sackgasse, Problem. Aber hier geht's lang. Nee, ich mag das Haus nicht. Ich mag das Haus nicht. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich gehe raus. Oh, ich kann nichts mehr sehen. Die Taschenlampe ist schon sehr, sehr arg leer. Oh, da ist er wirklich. Oh, ich wollte das jetzt nochmal wissen. Oh Mann. Aber ey, ich lebe noch. Das ist voll gut. Was passiert eigentlich, wenn man alle 8 Seiten hat? Ist dann der Slenderman einfach weg? Oder kann er dann immer noch einkriegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hey, nee. Ich weiß, warum ich keine Horrorspiele Let's Player. Ich weiß, es ist sowas von. Und das hier ist ja noch kein richtiger Horror. Es gibt ja noch. Noch viele weitere. Da, das Auto. Das haben wir auch vorhin schon mal gesehen. Und da musste ich wegrennen, weil der Slenderman plötzlich da war. Da ist eine Seite. Seite Nummer 5. Jetzt. Yes. Oh nein. Die Musik, die macht schon Angst. Aber wir haben 5 Seiten. Aber jetzt wird's brutal.
Jetzt wird's brutal. Ah, ich will nicht. Aber hey, wir halten schön lange durch. Ich will immer noch meine Taschenlampe so ein bisschen schonen, weil sie halt schon deutlich schwächer geworden ist. Zaun heißt ja, ich muss in eine andere Richtung einschlagen. Nein, nein, Slenderman, schon gut, ich gehe hier lang. Ich gehe halt in die andere Richtung. Wenn du nicht magst, dass ich in Uhrzeigersinn gehe, dann gehe ich halt gegen den Uhrzeigersinn. Ist kein Problem, solange du mich nicht bekommst. Also alles gut. Es ist alles gut. Also ich bin friedlich und dann bist du bitte auch friedlich. Lass uns bitte beide friedlich sein. Schön friedlich, friedlich. Ich kann nicht mehr laufen und da ist die Ecke. Da ist die Ecke, das ist nicht gut. Ich muss hier lang. Oh nee. Ich muss jetzt immer ein bisschen langsamer vorangehen, weil wir erschöpft sind. Und das gefällt mir so gar nicht, wenn ich erschöpft bin. Also das ist halt nicht so gut. Das ist nicht so gut. Und ich rede gerade eine ganze Menge, weil ich ein bisschen aufgeregt bin und ein bisschen Angst habe. Und wenn ich Angst habe, rede ich viel. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Komm. Wir waren ja schon beim Haus. Vielleicht bin ich das Haus nochmal, gehe nochmal durch und finde per Zufall die 6. Seite. Das wäre ja schon mal schön. Das wäre ja schön, aber das ist utopisch. Das ist sowas von utopisch. Geht ihr gerne nachts durch den Wald? Ich ehrlich gesagt nicht. Tatsächlich nicht. Ich bin schon nachts durch den Wald gegangen. Aber ich habe mich dabei immer sehr unwohl gefühlt. Und war sehr froh, wenn ich wieder im Dorf war, wo Lampen leuchten und so. Generell, wenn ich spazieren gehe und durchs Dunkle gehe, sei es auch nur auf dem Feldweg oder so, ich brauche eine Taschenlampe dabei. Weil ich war damals mal mit Bella, meinem Hund von damals, spazieren gegangen. Und das ist was schon wieder. Und bin einfach ganz normal spazieren gegangen. Damals hatte ich da keine Taschenlampe dabei, weil habe ich nicht für nötig gehalten. Und gehe da ganz normal so lang. Plötzlich schreit es von der Seite vom Feldweg. So ein Baby. Baby weinen, so. So ganz laut neben mir. Ihr müsst euch vorstellen, der Feldweg und direkt daneben war so ein bisschen grün und von dort kam es. Ich gucke dahin, hatte natürlich keine Taschenlampe und sehe irgendwas Weißes. Und ich suche schnell meine Taschenlampe raus. Und ich war voller Panik, habe mich so heftig erschrocken. Und dann habe ich erstmal so. Hier habe ich schon die Seite richtig, ja. Dann habe ich erstmal die Taschenlampe gesucht. Und bis ich sie gefunden habe, vergingen erst ein paar Sekunden, habe dann schnell das Licht angemacht. Und dann habe ich da hingeleuchtet und da war nichts. Und mir wurde schon ein paar Mal gesagt, das war bestimmt eine Katze. Die machen manchmal auch solche Geräusche. Ja, ich weiß, dass sie so Geräusche häufiger mal machen. Oh, abends, wenn ich schlafen gehe oder im Bett liege im Sommer, dann höre ich das ständig, die Katzen bei uns. Immer so gekreiche, sag ich mal. Aber das war's nicht, das war's nicht. Das war irgendwas ganz anderes. So ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Irgendwas weiß. Ich hab's ja noch so ein bisschen gesehen, dass da irgendwas Weißes ist. Aber ich konnte nicht genau erkennen, was es war. Und ich habe mich so verjagt. Und seitdem habe ich wirklich jedes Mal eine Taschenlampe direkt an. Nicht nur dabei, sondern auch wirklich an. Ganz selten, wenn ich die mal wirklich aus habe, wenn mal wirklich kein Akku drin ist oder. Ja, gut, dann habe ich ja immer noch die Handytaschenlampe. Das ist ja gut. Die Handytaschenlampe gibt es ja auch noch. Aber ja, was ich jetzt hier noch nicht gefunden habe, ist den Tunnel. Den Tunnel muss ich doch finden. Da ist die nächste Seite. Da habe ich auf jeden Fall eine Seite. Bitte, Tunnel. Ja, das ist mir mal so passiert auf dem Spaziergang. Und sonst? Eine andere Situation war ich mal Fahrradfahren im Dunkeln. Auch Feldweg, wo links und rechts Kirschbäume sind. Es war ja schon Winter. Es war fast Winter. Auf jeden Fall waren keine Blätter oder so gut wie keine Blätter mehr dran. Und ich bin so Fahrrad gefahren und da war dann ein Baum in der Ferne. Das sah so, dieser eine Ast sah so merkwürdig aus. Ganz, ganz gruselig. Ich wusste, dass das nur ein Ast ist, aber dennoch habe ich so eine Panik bekommen, dass ich weggeradet bin. Das ist schon viele Jahre her.
alt war ich damals? 13, 14 oder so. Auf jeden Fall, das sah so merkwürdig aus wie ein Monster. Oh. So. Wie ein Monster sah das aus. Und da kam in mir die Panik. Ich wusste, das ist nur ein Ast. Weil ich gehe da ja auch häufiger in Hellen lang. Das ist ein Weg, den ich häufiger spazieren gehe und fahre und so weiter und so fort. Und in dem Moment allerdings habe ich, da habe ich wirklich fast in die Hose gemacht, kann man passieren. Wie jetzt? Die Hose gemacht, kann man passieren. Wie jetzt? Oh mein Gott, geht mein Herz. Oh mein Gott. Oh. 5 Seiten hiervon? Ich hätte gerne noch die 6. Seite hiervon. Da im Tunnel oder so. Da wäre sie bestimmt gewesen. Einen letzten Versuch will ich aber noch starten. 3 Versuche dementsprechend und ja. Genau. Gucken wir mal, was das wird. Premium wäre, wenn ich das Haus direkt finden würde. Dann könnte ich mir das Haus genauestens angucken. Oder diese komische Mauer von vorhin. Dann könnte ich mir das ganz genau angucken. Aber nein, ich bin erstmal wieder bei den Tanks. Der Spaß kann beginnen. Let's go. Die Musik geht an. Und dann wollen wir mal gucken, was draus wird. Jetzt am Anfang ist es halt wieder friedlich. Okay, die Baumstämme sind da. Da war ja auch eine Seite. Bedeutet, finde ich jetzt relativ schnell so auch die 2. Seite. Ja, Horrorgeschichten. Weitere Horrorgeschichten gibt es so an sich gar nicht bei mir. Wo ist denn jetzt hier diese Seite? Da war doch eine Seite, das weiß ich doch. Bei diesen Baumstämmen. Da war irgendwo eine Seite, haben wir doch vorhin gesehen. Oder spawnen mal die Seiten immer mal wieder woanders. Ey, das wäre natürlich auch möglich, dass die Seiten immer wieder woanders spawnen. Jetzt zum Beispiel bei den Baumstämmen nicht, dafür bei der Mauer, die wir vorhin hatten. Das würde auch erklären, warum bei der Mauer keine Seite war. Okay, cool. Okay. Ist das die Mauer? Das ist die Mauer. Gucken wir mal, ob da jetzt eine Seite ist. Ja, ich war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, damals als Kind immer ein extremer Schisser. Und da ist wirklich eine Seite. Nice. Ich war immer ein extremer Schisser. Und zwar, wenn ich mit meinem Vater oder generell mit meinen Eltern irgendwas geguckt habe und da irgendwas Gruseliges vorkam. Wir hatten bei uns in der Stube immer einen Sessel und eine Couch. Und der Sessel stand so ein bisschen mitten im Raum gefühlt. Und ich habe mich dann immer hinter dem Sessel versteckt, wenn irgendwas Gruseliges war. Und so ein bisschen so über dem Sessel drüber geschaut, um überhaupt noch mitzukriegen, was so passiert. Aber ja, dennoch habe ich mich versteckt. Da hinten ist wieder dieser alte Baum. Ja, aber gut, ich habe damals halt auch wirklich kaum bis gar nicht irgendwie Horror-mäßiges geguckt mit Absicht nicht. Und warum? Nein, ich möchte dahin. Nein, ich möchte dahin. Da wartet der Slenderman auf mich. Ja, da wartet er auf mich. Ich kann da aktuell nicht hin. Ich versuche einen Bogen drum zu machen, von der anderen Seite irgendwie hinzukommen. Vielleicht kriege ich das hin. Vielleicht kriege ich das hin, ich weiß es nicht. Wenn da eine Seite ist, aber ja, eine 3. Seite wäre jetzt schon nicht schlecht und ich habe einmal den Baum gefunden. Es ist halt schwierig hier Gebiete wiederzufinden, weil ja, den Tunnel haben wir bisher auch nur beim ersten Durchgang gesehen und bisher noch gar nichts und so weiter. So, wo ist denn jetzt hier dieser blöde Baum? Da ist er. Okay, jetzt wird es wenigstens nicht so schummrig, sag ich mal. So, da ist eine Seite, sehr schön. Nummer 3. Ja, dass ich so viele Horrorfilme oder so wenig Horrorfilme geguckt habe, liegt halt auch wirklich daran, dass ich wirklich sehr, sehr schreckhaft bin. Oh, damals, wenn irgendwie immer mal wieder Kumpel zu Besuch waren und die mich immer erschrecken wollten. Und wenn ich auch dann wusste, wenn derjenige mich erschreckt. Oh, nee, ey. Schlimmste für mich überhaupt. Schlimmste. Ja. Naja. Vielleicht sollte man ein bisschen mehr Horrorspiele spielen, damit man nicht mehr so schreckhaft ist. Ich habe keine Ahnung. Aber nee. Das könnt ihr bei mir nicht erwarten. Das, nee.
Gut, vielleicht lasse ich mich zu Phasmophobia mal überreden für einen Stream oder mal ein Video oder so. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wenn das Interesse da ist. Dafür müsste aber das Interesse da sein. Naja, ja. Oh, nee. Vielleicht mache ich einfach auch mal eine Umfrage oder so, ob da wirklich Interesse bei ist oder nicht. Jetzt möchte ich erstmal noch gerne weiteres finden. Ich hätte gerne die Mauer und den Tunnel. Die auf jeden Fall. Oder vielleicht das Fahrzeug. Da, beim Fahrzeug waren ja auch. War ja auch eine Seite. Da ist das Fahrzeug. Schnell hin da. Dann haben wir Seite Nummer 4 vielleicht, wenn da eine Seite gerade aktuell dran ist. Da ist eine Seite dran. Nummer 3 oder Nummer 4? Nummer 4 sogar schon. Haben wir wieder die Hälfte. Okay, ich gehe in die andere Richtung. Ich gehe in die andere Richtung. Alles gut, Slenderman. Alles gut, alles gut. Oh nee, ey. Ob wir den Rekord von der zweiten Runde schaffen? Mit, dass wir jetzt 6 Seiten finden statt 5? Gut, ich muss erstmal die fünfte Seite finden, natürlich. Das kommt als erstes. Das ist klar, aber... jetzt haben wir zum Beispiel noch nicht die Mauer gesehen. Wir haben auch noch nicht dieses komische andere massive Konstrukt gesehen. Dieser Zylinder, der einfach in der Welt irgendwo herumsteht. Wir haben auch noch nicht das Haus gesehen und den Tunnel auch noch nicht. Und da haben wir... Was ist das? Das ist doch schon wieder da, wo wir eben waren. Richtig? Ja, da ist auch der Slenderman. Ich gehe in die Richtung. Warum bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Das macht doch gar keinen Sinn. Oh, ich will nicht. Ich will nicht. Das Haus. Aber wir sind aktuell wieder bei 4 Seiten. Ich finde das Haus sehr, sehr gefährlich, wenn man schon viele Seiten hat. Das müsste man wirklich finden als erste Seite. Finde ich. Ich gehe hier wieder raus. Nee, ihr könnt mich mal. Das Haus kriegt mich nicht. Nee. Dafür ist beim Versuch jetzt zu schade, weil es der letzte Versuch ist für mich. Okay, wieder die... Okay, die Kessel sind direkt neben dem Haus. Interessant. Aber Kessel, da haben wir ja die erste Seite hiervon. Die Kessel finde ich auch am meisten, so gesehen. Ja gut, weil es wahrscheinlich auch... die größte Fläche in Anspruch nimmt, würde ich mal schätzen. So, die Mauer zum Beispiel oder der Tunnel, das ist... Ja gut, der Tunnel ist eigentlich auch ganz groß. Wirklich komisch, dass ich den bisher noch nicht gefunden habe. So, wieder die Stämme, aber bei den Stämmen war ja keine Seite, haben wir ja nachgeschaut. Da dachte ich ja, da finde ich die zweite Seite, aber nö. Okay. Das haben wir. So, ich hoffe, euch hat dieses kleine Special gefallen. Und ja, lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert gerne den Kanal. Und nochmal vielen, vielen Dank für 500 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Auf zu den 1000, so ich sehe. Gut, wir sehen uns. Ciao.